So Leute, da sind wir schon wieder zurück mit Splatterhouse mit Part 14 und hier haben wir das letzte Mal aufgehört und deswegen geht es auch weiter, wie immer. Warum sage ich das jedes Mal? Man weiß es nicht ganz genau. Ich bin heute irgendwie ein bisschen aufgedreht, ich weiß gar nicht warum, ich bin den ganzen Tag irgendwie schon so komisch drauf. Man weiß nicht so ganz, was los... Was ist denn das hier? Okay, schon besser, so gefällt mir... Oh nein! Jetzt geht ja der Kram wieder los. Und hier läuft absolut keine Musik im Hintergrund. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Okay. So, zack. Ich weiß ja leider nicht, wie man die normal besiegen würde. So geht's auch nicht. Okay. Ja, Leute, ich habe das echt nicht gecheckt. Das halt, konnte mir auch leider keiner in den... Oder kann ich vielleicht, wenn ich... Ah, mit aufgeladenen Schlägen vielleicht? Naja, nicht ganz, aber, oder? Moment, probieren wir nochmal. Oh doch, damit könnte es anscheinend funktionieren. Aber irgendwie auch doch nicht. Deswegen machen wir es auf die altbekannte Art. Es ist sehr merkwürdig. Aber noch merkwürdiger finde ich, dass gerade keine Musik läuft. Es ist doch komplett leise, oder bin ich doof? Moment. Machen wir mal den Fernseher lauter. Auf keinen Fall. Hat sich da schon wieder der Fehlerteufel eingeschlichen? Okay, also... Das ist mal reichlich merkwürdig, würde ich sagen, liebe Freunde. Warte. Ich weiß nicht, wie wir Musik machen. Moment. Haha! Ausgetrickst Spiel. Nein, schlag doch zu. Ist bei dem Kampf hier keine Musik? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ist doch immer Musik da. Okay. Oh nein, 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 schlag schneller zu. Oh. Aber mit dem Ausweichen, ich bin da noch so bei Bayonetta drin, dass das wirklich instant geht, wenn man die Taste drückt. Schlag schneller zu. Er ist auch einfach zu langsam. Komm her. Das geht so nicht. Ey, was ist denn jetzt hier los? Guckt euch die Fehler an. Okay, also erst hat hier die AVR irgendwie rumgespackt wegen Aufnahme und jetzt spackt irgendwie das Spiel rum. Und es ist keine Musik da, die Splatter-Kills sind total verschoben. Ich hoffe, dass es überhaupt weitergeht. Okay, es sieht sehr komisch aus, aber was soll's? Disaster. I am a fool. Lenora has returned. A ghoulish, screeching, drooling thing. She watches without seeing, through blind eyes older than time. I keep her restrained for her own benefit. In rare moments, she is herself again and begs that I set her free. It is a ruse, as I have already learned to my cost. Yet these fleeting instances give me cause for hope. We're close, my love, so close. I must go. She is hungry. Schön, dass ich von jedem Dornarm erstmal schön rangenommen wurde. Lenora slipped her chains once more last night. I found her at dawn on the outskirts of Arkham. Her face bloodied, her beautiful ivory wedding gown stained black with gore. And this time, clutched tightly in her hands were the shattered remains of a porcelain doll. Oh, God. The children. Ich hätte das gerade gern auch nochmal gelesen, aber ich muss ja leider spielen. From the Journal of Dr. Henry West, Cambridge. Och, ist es dann erst. Spring. What devil is this? I have been sent to Cambridge on a wild goose chase by Arkham's magistrate. I cannot shake this dread feeling deep in my heart that something is terribly amiss. Okay. Was ist jetzt hier los?
Also es ist nicht so, dass das Spiel gerade anscheinend irgendwie Macken hat oder so. Aber... Ist da nicht, weil der Typ noch lebt, oder? Ernst? Oh, Leute, ernsthaft? Und das ist ja alles keine Musik, hat das ist doch... Das Komm schon, bitte Musik. Läuft jetzt? Ich kann es leider nicht ganz hören. Okay, doch, es läuft Musik. Sehr schön. Immerhin, immerhin ist das wieder in Ordnung. Bam, bam, nice. So, jetzt können wir hier alles schön zerhacken. Genau, so will ich das sehen. Obwohl ich mir das, glaube ich, lieber aufhebe, weil da werden gleich noch krassere Gegner kommen. Okay, die Mucke geht ordentlich ab. Und ich glaube... Da ich den Scheiß weggeworfen habe, die Machete, ist sie auch, glaube ich, jetzt ganz weg, oder? Kann das sein? Aber da liegt eine Pumpgun. Nee, doch nicht. Kann so sein. Ich dachte schon, geil, ey, jetzt können wir hier richtig abräumen. Okay, ich muss mich heilen. Okay, was war da? Ich bin noch extra... Mit diesem Ausweichen, das regt mich damals wie heute auf, ey. So, nix da. Die halten aber auch gut was aus hier, die Leute, ne? Das ist schon ganz schön. Boah, Alter! Man dreht gerade mal die Kamera, dass man überhaupt mal checkt, was abgeht irgendwie. Und dann fliegt man einfach nur so in die Faust rein. Komm jetzt. Erstmal den Typ hier. Den machen wir jetzt mal mit dem Splatterkill, weil dann kriegt man ja auch ein bisschen Energie wieder. Das darf natürlich bei der ganzen Geschichte nicht fehlen. Und der andere schlägt noch zu und die ganze Soße fliegt einfach noch so. Okay, das hat gerade sehr gepasst. Und schön ausgewichen, na komm. Oh, Rick, gib ihm! Gib ihm dreckig! Sehr schön. Und den Splattern killen wir auch noch. Aber wirklich nur ein Splatter-Kill hier bei den Gegnern, das ist schon irgendwie ein bisschen mau, also ich weiß auch nicht. Da hätte auch noch ein bisschen was Cooleres kommen. Oh nein! Not this asshole. Und die Sabber fließt erst. Oh! Alter! Okay, 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 okay. Aber egal, mit dem Kopf haben wir richtig schön schon mal Damage gemacht. Das ist wunderbar. Das lasse ich mal so stehen, wie in der Tradition. Und jetzt einmal den hier. Ich weiß auch, glaube ich, warum ich bei dem so wenig Schaden mache. Weil man den einfach wirklich von hinten angreifen muss. Oh, Leute, macht euch bereit für den krassesten Splatter-Kill mal wieder. Sehr schön. Ach doch, da liegt ja noch die Machete. Ich würde sagen, die nehmen wir jetzt mal. Da habe ich auch nicht so ganz gecheckt, eigentlich, ob man die Gegner da reinwerfen muss oder ob ich wirklich einfach nur hier alle einfach zerhacken muss. Wir machen mal lieber das Haken, das macht irgendwie im Ganzen mehr Spaß. Und deswegen, wenn wir das schon so gut können, ne? Wenn man in der Sache schon mal gut ist im Leben, dann sollte man der auch nachgehen, finde ich. Okay, das klang ein bisschen falsch, also. Oh Gott. Und zack, 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 zack. Komm, einen werfen wir trotzdem hin. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach komm, du auch noch. Wir haben ja sonst nichts. Aber ich meine, wenn es schon diese Gegner hier sind. Oh, den hatten wir auch schon nicht mehr. Wenn es schon so Gegner sind, die immer nachkommen, dann hinterfragt man das doch alles so ein bisschen.
Wieso habe ich gerade auf einmal super Lust auf Battlefield 3? Check ich gerade gar nicht, aber okay. Wie komme ich denn da jetzt drauf? Sehr interessant. So, hier. Voll kann er dagegen. Wir machen das jetzt einfach mal so. Das könnte sogar richtig sein. Lalalala. Also, echt cool. Wie geht's euch so, Leute? Hattet ihr einen schönen Tag heute? Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, was ihr den ganzen Tag heute so getrieben habt. Ich ernähre mich von eurem Leben. So. Ups. Tja, man checkt irgendwie die ganze Lage nicht so ganz. Also hauen wir direkt nochmal rein. Bam. Und hier auch nochmal rein. Oder hauen wir es einfach... Nee, kaputt haben können wir es nicht. Aber war da nicht irgend sowas? Guck, da ist doch schon ein Teil weggegangen. Hauen wir gerade nochmal rein, gucken, ob irgendwas passiert. Ja, da ist noch eins weggegangen. Aber einfach draufschlagen geht nicht. Ah, Moment. Moment. So geht das. Macht vollkommen Sinn. Achso, ich sollte Dings machen, genau. 6 o'clock. Too exhausted to sleep. The sun rises. Today, as every other. Yet something has forever changed. I feel not its warm embrace. I cannot yet make sense of this madness. I write this account of last night, only to convince myself of its irrevocable outcome. My heart is dead. Lenora is no more. The house is dying. Portal. I can't stop it. Es wird echt immer abgedrehter. Don't you think, I mean... That she sort of looks like you? Yeah, that's really kind of... Strange. Phase 10. The Wicker Bride. Oh, das wird ein ganz übles Kapitel. I reached Arkham at nightfall. As my horse, Providence, crested the west ridge, I witnessed a chilling scene, and the purpose of this fool's errand became clear. Towering over the mansion stood a sacrificial wicker man. And inside, a jury of the great and good of Arkham Town had already pronounced judgment. Their intent was plain. Lenora was to be burned as a witch. I rode with haste. Jen! Sacrifice! It's time! They're gonna kill her! Well, that certainly looks that way. You're almost out of time, Ricky. So pretty. Ah, genau, dieses Zeitteil. Oh, ich erinnere mich. Ja, Leute, das machen wir lieber alles beim nächsten Mal. Denn das wird wahrscheinlich die reinste Hölle wieder werden. Genau wie bei jedem Mal, wenn ich es durchspiele. Und ich würde sagen, ihr könnt euch darauf freuen. Und bis dann, Leute. Tschüss.